jetzt erstmal hier rein und schauen uns das mal an. Die Alola Kokobai Box vom Pokémon Go Training Card Game. Freue mich sehr, sehr drauf hier. Und wir haben ja sehr viel Japanisch schon geöffnet gehabt. Und ich bin sehr gespannt einfach mal auf die, Pullet. Wow, der Kleber ist deutlich besser geworden. Es gab ja mal in der Vergangenheit die ein oder anderen Boxen, die so sich relativ schnell gelöst hatten. Und dann war man sich nicht sicher, ist das jetzt resealed oder ist es einfach nur der schlechte Kleber? Ich glaube, da hat Pokémon nochmal ein bisschen nachgelegt, weil die sind jetzt echt, habe ich schon bei der letzten neuen Box gemerkt, die sind ein bisschen fester geworden auf jeden Fall. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. So. Oh, auch schön hier. Mit dem Hintergrund, ne? Also eine sehr, sehr schöne Box. Sehr cool auf jeden Fall. So, ich muss mal gucken, wo diese Codekarten sind. Weil die würde ich ungern jetzt gerade zeigen. Die hätte ich nämlich ganz selber. Zum einen natürlich eine normale TCG Live Codekarte. Wo wir, naja, uns immer noch freuen können, wenn die irgendwann kommt. Die App. Ich freue mich drauf. Wir warten ja schon sehr lange drauf. Dann haben wir hier die Alola Kokobai Promo Karte mit dem Pokémon Ghost Stamp. Das finde ich so nice. Ich liebe diese Karten mit dem Pokémon Ghost Stamp. Finde ich richtig nice. Und hier haben wir, genau, hier haben wir den Code Sheet. Ich muss mal kurz gucken. Genau. Da sind, hier unten sind dann Codes aufgelistet. Ich zeige es jetzt mal nicht. Aber, ne? Das gibt's hier. Die liegen auch schön zur Seite. Werde ich später mal schön in der App einlösen. Dann haben wir die riesen Kokobai XXL Promo Karte. Und dann, um was es natürlich noch hauptsächlich geht, hier schöne Booster Packs. Und da ziehen wir dann hoffentlich noch Schönes raus. So, ich würde sagen, gehen wir rein und schauen uns mal die ersten Englischen jetzt mal an, nachdem wir so viel Japanisch geöffnet haben. Und ich hoffe mal, dass wir mindestens genauso gönnen wie die Japanischen. In Japanisch haben wir so viel tolle Karten schon ziehen dürfen für euch. Und auch für mich. Und dementsprechend bin ich mal optimistisch. Ich sehe die Alternative kommen. Let's go, Strahles Glurak. Ja, Strahles Glurak hätte ich auch sehr gerne. Generell alle drei Radiant-Karten, strahlenden Karten hätte ich super gerne. Alle vier. Beziehungsweise Evoli ist ja bei uns eine Promokarte, aber also alle drei, die wir ziehen können. Dann natürlich die zwei Alternativen, Mewtwo und Meistergriff hätte ich super gerne. Und was noch? Irgendwas hätte ich noch. Das Lockmodul in Gold. Das hätte ich auch super gerne. Mal schauen, ob wir davon irgendwas bekommen. Ach ja, Leute, guck mal. Jetzt mal alle Karten brauchbar. Ich will natürlich hier, wie bei allen Sondersets, möchte ich immer die Master-Sets machen. Das mache ich immer wieder sehr gerne. Und bei Celebration fehlen mir noch drei Karten zum Master-Set. Da möchte ich auch mal ein Video zu machen, wo wir vielleicht nochmal probieren, das Master-Set voll zu machen. Und wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denke ich mal. Da haben wir einen Reverse Sylveon. Sehr cool. Und unsere erste Holo. Hektas. Sehr nice. So, dann haben wir das zweite Pack. Die Elektroenergie. Oh, den Egg-Inkubator hätte ich auch gerne in Gold. Weil das einfach die Pokémon Go-Items sind und die sind halt, ja, actually selten im TCG, bisher noch nicht vorhanden. Das sind ja die ersten Prints und von daher finde ich es cool, die zu haben. Sehr cooles Texto. Sonderbonbon. Das hätte ich auch als Goldkarte gefühlt mit dem Pokémon Go-Stamp. Und hier ist wieder Dusselgur, Leute. Der allseits bekannte Dusselgur. War ein nicer Stream letztes Mal. Bisasam, Shigi und Bidiza. Oh ja, natürlich, die Ditto-Karten, die möchte ich auch haben. Die Ditto-Karten, Leute, die müssen wir ziehen. Ganz viele Ditto-Karten ziehen. Ach, guck mal. Das sagen wir schon und da ist er schon. Reverse, Bidiza und da unten haben wir den kleinen Ditto-Stamp. Sehr, sehr cool. Und dahinter haben wir noch was. Oh, nice. Mr. Relaxo. Nehmen wir. Die fühlt sich irgendwie special an, die Kampfenergie. Kampfenergie heißt aber auch eigentlich, wir haben jetzt wieder einen Hit wahrscheinlich. So, Kampfenergie, Leute. Das heißt ja eigentlich was Gutes immer für uns. Schade, dass wir keine Energie mit dem Ghost Stamp haben, wie im Japanischen. Das hätte ich echt gefühlt. So, Chanera. Stalos. Candela. Evoli. Oh, schönes Pikachu. Aber noch nicht das Schöne. Holo Pikachu, das ist noch schöner. Bidifas mit dem Fotobomb-Farbigel. Alola Radfratz. Slowpoke. Und dahinter haben wir. Passend zu der Box. Was auch sonst. Nice. Das andere Kokobai. Einmal mit Stamp und einmal ohne. So. Und da sind wir auch schon beim letzten Pack von der Alola Kokobai Box. Ich meine, wir haben eine Ditto-Karte bekommen. Das ist schon mal ganz cool.
Muss ich sagen, hat sich schon in der Hinsicht schon mal gelohnt. Jetzt noch irgendwie eine Radiant oder irgendwas anderes, würde ich fühlen. Oh, Kampfenergie, das heißt, wir haben wieder einen Hit. Stimmt, wir hatten ja doch wirklich wieder einen Hit gehabt, ne? Witzig, ne? Ist so ein All-Time-Meme, aber irgendwie funktioniert er immer wieder. Xatu. Das Nachdenkliche, über das Leben nachdenkliche Lashoking. Das denkt sehr lange nach, Leute. Jetzt auch auf Englisch. Lunastein. Klumanda. Dann Evoli. Kamaub gibt es auch als Tattoo-Karte. Radikal. Und dahinter haben wir Evoli in Reverse Rare. Sehr nice. Und dahinter haben wir. Was? No way! Okay. Alola Kokobai Box gönnt, Leute. Da haben wir das Mewtwo am Times Square in New York. Okay. Okay. Gute Kokobai Box, Leute. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Nämlich. Okay, da, also das kam unexpected. Ich meine, klar, wir hatten die Kampfenergie. Das heißt, wir bekommen einen Hit. Das ist Regel hier bei Marco Story Cards. Aber dass wir dann direkt hier die Alternative aus der ersten Kokoball-Box ziehen. Ja, eigentlich ist das jetzt schon durchgespielt, ne? So eigentlich. Im vierten Pack. Ach du Scheiße. Das hätte ich jetzt. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah, Alter. Vor allem, ich habe so oft so Pech. Ich ziehe immer nur für euch die guten Sachen. Jetzt öffne ich hier einmal zum Anfang. Einmal so eine Kokowai-Box und dann direkt das. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Der Transfer-Break. Ja, das ist der heutige Box-Break, ist der Transfer-Break, habe ich gehört. Ja, die ist leider nicht schön gesentert von oben zu unten. Links zu rechts ist sie super. Oben unten ist sie leider off. Also nicht off, aber sie ist halt nicht so schön gesentert. Ja, sieht man hier nochmal ganz gut. Aber übertrieben cool. Leute, das war eine Alola Kokowai-Box. Jetzt noch im Shop verfügbar. Wenn ihr Bock habt, auch. Ich kann nicht versprechen, dass die alle so toll sind. Obvious. Aber die hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Wenn wir nochmal gucken. Wir haben beide Kokowais. Ne? Einmal die Promo, die normale. Ein Ditto Bediza. Und die Mewtwo Alternativ Artwork am Times Square. Nice. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Marco Story. Macht's gut.